Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das ist eine echte Aktuelle Stunde. Kein Thema hat in den letzten Wochen die innenpolitische Debatte dieses Landes mehr geprägt als das Thema Mietpreiswahnsinn. Aber, so schätze ich dann auch einige Dinge ein, die gerade von Kollegen Schäuber gesagt wurden, große Probleme, kleine Lösungen. Normalerweise würde ich erwarten, dass angesichts der drastischen Entwicklung in den Großstädten endlich die Stadtratsfraktionen auch dieses Hauses rangehen und ernsthaft dieses Thema erörtern. Wenn man über den Werkzeugkasten, mit dem man Mietpreise drosseln kann, Wohnungen errichten kann, spricht, dann muss man alle auf den Tisch legen. Da muss man darüber sprechen, nicht nur über die Mietpreisbremse, die im Übrigen gesetzlich im nächsten Jahr ausläuft. Da muss man darüber reden, wie man Mieten deckeln kann. Da muss man darüber reden, dass der Mietspiegel, so wie er jetzt ist, weil er eben die Bestandsmieten zu wenig berücksichtigt, ungeeignet ist. Da muss man darüber reden, dass Menschen nicht aus den Wohnungen getrieben werden, weil teure Modernisierungen vorgelegt werden. Da muss über die Spekulation von Bauland gesprochen werden. Da muss auch über das kooperative Baulandmodell gesprochen werden, über sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt. Und da weise ich auch mal darauf hin, dass das wichtigste Projekt, Wohnungsbauprojekt der WED mit der Mehrheit, übrigens auch mit den Stimmen der Linken, hier gescheitert ist, nämlich das Hochhaus in der Johannstadt. Ich sage also, große Worte helfen nicht weiter. Wir müssen endlich dazu übergehen, ernsthaft darüber zu sprechen, dass das Grundrecht auf Wohnen auch in den Städten gewährleistet wird. Dieses Grundrecht wird in der Tat gegenwärtig enteignet. Das Grundrecht wird enteignet. Und statt über diese großen Probleme zu reden, führt man eine Popanzdebatte, eine Scheindebatte über den Grundsatz von Enteignungen. Es wird derjenige verteufelt, der das Grundgesetz zitiert. Das hat die CDU ja gerade wunderbar praktiziert im Zusammenhang mit den Aussagen von Herrn Habeck. Aber Enteignung nach Artikel 14 oder auch Vergesellschaftung nach Artikel 15 ist kein Instrument aus der sozialistischen Mottenkiste, es ist Teil unserer Rechtsordnung. Ich weise mal darauf hin, dass 2017, und da kann man sich ja mal die Frage stellen, wer da regiert hat, zum Beispiel das Baugesetzbuch, § 85, in dem die Enteignungen geregelt sind, gerade novelliert wurde. Und es ist ja nicht nur der Bund so. Auch in Sachsen, nämlich § 43, Sächsisches Straßengesetz, ist geregelt, wie enteignet werden kann. Es kann also nicht sein, dass über Enteignung nur immer dann gesprochen werden darf, wenn es um Braunkohle geht und wenn es um Straßen geht. Das Menschenrecht auf Wohnen ist mit Sicherheit genauso wichtig und aus unserer Sicht wichtiger. Das heißt aber im Übrigen nicht, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich Enteignung, so wie sie in Berlin diskutiert wird, für ein geeignetes Instrument der Wohnungspolitik halte. Es ist das teuerste. Für Berlin kann man es erst gerne mal durchrechnen. Es würde den Steuerzahler nach einer Enteignung der dortigen Wohnungsbaugesellschaften jährlich 200 Millionen Euro kosten, um das Mietniveau von jetzt zu halten, also etwa 1.000 Euro pro Wohnung. Also, wer meint, dass man mit diesem Instrument sichere Mieten schaffen kann, der macht den Menschen auch etwas Falsches vor. Allerdings, und darüber können wir dann auch hier in Dresden sprechen, es geht nicht darum, Wohnraum zu enteignen, aber wir müssen darüber reden, ob nicht spekulationsbedingtes Entziehen von Grundstücken dem Wohnungsmarkt, nicht, wenn Menschen also darauf spekulieren, dass der Grund und Boden, der bebaubar ist, dass dieser Grund und Boden nicht veräußert wird und darauf gewartet wird, dass die Preise weiter steigen. Ob hier nicht auch das Thema der Sozialverträglichkeit des Eigentums auf dem Prüfstand steht und wir darüber nachdenken müssen, hier geeignet dagegen vorzugehen. Abschließend. Leider ist es so, dass in der Frage Recht auf Stadt, Recht auf Wohnung es in der Tat unterschiedliche Auffassungen gibt. Die AfD, wir werden es ja noch hören, hat in ihrem Wahlprogramm reingeschrieben, Verkauf der WED. Wenn ich heute lese, dass der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer erklärt, solange es in Großenhain, da wohnt er nämlich, leerstehende Wohnungen gibt, werde ich sozialen Wohnungsbau in den Städten blockieren.
Und Lars Rover erklärt auch ebenfalls heute über die sozialen Medien, es gibt kein Grundrecht auf billige Mieten mitten in einer Großstadt. Ja, wenn man zu dieser Einschätzung kommt, dann legt man die Hände in den Schoß. Die CDU hat es die ganze Zeit getan, aber abends und nachts werden ja die Faulen fleißig. Deshalb haben wir eine Tischvorlage heute bekommen, die noch nicht beraten wurde zu dem Thema. Auch das ist ein Armutszeugnis. Lassen Sie uns endlich ernsthaft dieses Thema diskutieren und nicht nur Luftblasen produzieren. Vielen Dank.